Was geht, meine werten Zuschauer? Willkommen zu einer weiteren Folge Game Packs. Hatten wir auch echt lang nicht mehr. Ich weiß, dieses Video ist etwas spät dran, aber zu meiner Verteidigung. Ich hatte Ferien und habe die Zeit professionell genutzt. Wenn ich mir überlege, so professionell war es gar nicht. Intro! Was? Ich habe das Intro nicht gerade gespielt, um vom Thema abzulenken. Hey, guck mal, ein Vogel! Fangen wir einfach an. Der Macher von Pac-Man, Toru Iwatani, hat mal erwähnt, dass Pac-Man dazu designt wurde, auf Frauen attraktiv zu wirken. Denn die Ladies stehen drauf, wenn er seine Bälle schluckt. Warte. DMA Designs ist eine Firma, die hauptsächlich bekannt wurde durch Lemmings. Aber nachdem sie ein Spiel namens Body Harvest für den Nintendo 64 gemacht haben, hat sich die Firma umbenannt zu Rockstar North und haben angefangen, GTA 3 zu entwickeln. Und hier nochmal ein kleiner Pac-Man-Fakt. In dem Disney-Film Tron kann man in einer Szene Pac-Man sehen. Ich habe hier einen Screenshot und den werde ich euch auch zeigen. Jen Taylor, die Synchronsprecherin von Peach und Toad aus verschiedenen Super Mario-Spielen, spricht auch Cortana aus der Halo-Reihe. Als Sonic the Hedgehog 1990 erfunden wurde, sah die japanische Version für Sonic ganz anders aus. Er hatte Reißzähne, sein Fell war komplett zerzauselt. Er war in einer Rockband und hatte eine menschliche Freundin, die Madonna hieß. Das kann man sich nicht ausdenken, okay? Aber für die amerikanische Version wurde das alles geändert. Gott sei Dank. Es wäre echt komisch, wenn Sonic eine menschliche Freundin hätte. Warte, ist das nicht auch in Sonic 06 passiert? Ah nein, ich will nicht darüber reden. Nintendos amerikanischer Hauptsitz dachte, dass für uns Super Mario Bros. 2 viel zu schwer ist. Deswegen haben sie ein Spiel namens Doki Doki Panic umgeskinnt zu einem Mario-Spiel. Und das ist das Super Mario 2, was wir hier haben. Während die Japaner eine komplett andere Version hatten, die sehr stark an das erste Super Mario Bros. Ähnelt. Dafür haben wir in dem Super Mario All-Star Pack Super Mario The Lost Levels bekommen, was praktisch der original zweite Super Mario Bros. Teil ist, mit besserer Grafik. Das Lachen der Boos aus Super Mario 64 ist nur eine verschnellte Version von Bowsers Lachen aus demselben Spiel. Die Controller der Prototyp-Version der Dreamcast sahen richtig stark nach Fernbedienungen aus. Hier ist der Original-Controller zum Vergleich. Sie haben ihn übelst verändert. Im allerersten Deus Ex, das in New York spielt, fehlen die Twin Tower auf der Skyline von New York. Der Grund dafür ist, dass dieses Spiel die Twin Tower nicht laden kann. Und das Spiel spielt im Jahre 2052 und die Entwickler haben sich gedacht, lassen wir die Twin Tower für Terroristen zerstören. So kann man dann erklären, dass die nicht im Spiel sind, obwohl sie reingecodet sind. Und das passierte alles vor 9/11. Und als das 9/11 dann passiert ist, haben die Entwickler ein bisschen Drama deswegen hervorgerufen, weil sie doch wussten, dass es passiert und alles. Aber es war nur ein echt dummer Zufall. Ich dachte mir, ich mache diesen Fakt rein, einfach weil ich ihn übelst interessant fand. Und er ist ein bisschen länger geworden. Wenn man auf Ryus Hadouken in Street Fighter 2 schaut, sieht man, dass seine Hände einen Abdruck hinterlassen haben. Also entweder wirft er seine Hände mit bei dem Hadouken, oder dupliziert sie und wirft sie mit, oder es war vielleicht ein Grafikbug. Tingle aus The Legend of Zelda sieht sehr stark nach Koji Kondo aus, dem Komponist der Zelda-Reihe. Gott, ich hasse Tingle. In The Legend of Zelda Ocarina of Time hat eine der NPCs eine Brosche, die nach Bowser aussieht. Dieselbe Referenz gibt's auch in Super Mario Legend of the Seven Stars, glaube ich. Das ist ein RPG. Dort sieht man nämlich in einem Zimmer, wie Link im Bett schläft. Es ist cool, dass Nintendo zwischen den Serien immer Verbindungen aufbaut. Hecaton Cheer, die Esper von Vanille aus Final Fantasy 13, erschien zuerst in Final Fantasy 3. Das wusste ich selber nicht. Das ist irgendwie cool. Jeder hasst Final Fantasy 13. Das Spiel Shovel Knight hat über 300 Cheatcodes. Das Spiel Bloodborne hieß am Anfang der Entwicklungsphase noch Project Beast. Far Cry 4 kann man innerhalb von 10 Minuten durchspielen. Man muss einfach im Intro, wenn man beim Bösewicht am Tisch sitzt und er rausgeht zum Telefonieren, einfach warten, bis er wiederkommt. Ich will euch gerne das Ende verraten, aber dafür müsste ich euch leider spoilern. Daher ist in der Beschreibung ein Link zu einem Video, der dieses Ende zeigt. Wenn es euch interessiert, dann schaut es euch unbedingt mal an. Wenn man in den Debug-Modus von Sonic the Hedgehog kommt, sieht man, dass da ein unbenutzter Code für eine Unterwasserbrille ist. Die hat es dem Spieler dann ermöglicht, unter Wasser zu atmen. Schade, dass es nicht ins Spiel gekommen ist. Während der Entwicklung von Final Fantasy XII wurde überlegt, einen Koop-Modus einzufügen.
Sie haben es dann unterlassen. Das Spiel Wing Commander stürzt immer ab, wenn man das Spiel verlässt. Die Entwickler konnten nicht die Ursache dieses Problems feststellen. Deswegen haben sie einfach den Text der Fehlermeldung umgeändert in Thank you for playing Wing Commander. Das Spiel Snake Rattle and Roll für den NES geht mal eine Art Berg hoch. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der komplette Berg das Wort Game Boy ausspricht. Und das ist ziemlich cool. So Leute, das war eine weitere Folge Game Facts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Au, ich habe mir wehgetan. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like. Favorisiert das Video, wenn ihr Bock habt. Abonniert mich, um nichts zu verpassen. Wie immer halt, ihr kennt den ganzen Gist. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Egal, was ich mache. Bis dahin, ciao. Das Spiel ist Snake Rattle. Oh Mann. Das Spiel ist Snake Rattles. Ich kann den Namen nicht sagen. Das Spiel ist Snake Rattles 2019. Okay. Das Spiel ist Snake Rattle. Fuck you. Ich kann das nicht sagen.